Man zieht in ein kleines Paradies und auf einmal gibt es jede Menge Anlass zum Ärger. So geschehen in der Erich-Kästner-Straße hoch über Neuwied. Anwohner sind wegen aktueller Baumaßnahmen und anderen Problemen seit Jahren im Clinch mit den städtischen Behörden. Statt dem, was wir hier erwartet haben, zweigeschossige Bebauung in Einfamilien-Zweifamilien-Hausstil und einem Kindergarten dabei, wie es auf den ursprünglichen Werbeprospekten angepriesen wurde, kam dann plötzlich eine verdichtete Bebauung. Das heißt, auf dem kleinen Stück hier sollen 150 Wohnungen entstehen. Mit dem Anrollen der Bagger kam weiterer Unmut auf. Seitdem die Baustelle hier eröffnet ist, haben wir sehr zu leiden unter Lärmbelästigung. Da kam am ersten Tag gleich die Planierraupe, morgens um 6:30 ungefähr, also vor der Zeit, die eigentlich erlaubt ist. Ich bin praktisch wegen dem wackelnden Bett aufgewacht und habe in meinem Zimmer auch mit der Handy-App gleich 70 Dezibel gemessen in meinem Schlafzimmer. Das war ungemütlich. Ich habe versucht, mich mit dem Ordnungsamt da auseinanderzusetzen und einig zu werden, dass sie einschreiten. Leider passierte da erstmal nichts. Dann mutierte das ruhige Wohngebiet auch noch zur Partyzone. Parallel dazu ist gerade mit der Corona-Phase, mit dem Lockdown hier immer mehr Party gemacht worden in der Ecke. Also sehr viel passiert. Hier sind immer wieder junge Leute, die dann bis tief in die Nacht Party machen. Ich habe hier fliegende Gullideckel gehört, hier wurde die Baustelle randaliert. Ich habe auch nachts mal beobachtet, wie die mit nacktem Oberkörper Freefight gemacht haben. Immer wieder habe ich das Ordnungsamt angeschrieben und um Hilfe gebeten und es passierte einfach nichts. Baulärm, Planänderungen, nächtliche Partys sind die eine Sache. Das Verhalten des Ordnungsamtes in diesem ganzen Verlauf aber bringt die Anwohner wirklich auf die Palme. Am meisten stört mich erstens, dass wir hier Krach ausgesetzt sind. Der Naturschutz wird nicht beachtet. Ich war im Homeoffice und habe dann gesehen im Juni, dass der Bagger einfach ein ganzes Stück Bäume umgemäht hat. Ordnungsamt hat dann einfach mich weiter verbunden. Ein Tag später wurde dann vom Bauamt diese Sache erst an die Naturschutzbehörde gegeben, als es schon zu spät war. Dass wir hier überhaupt gar nicht ernst genommen werden, meiner Meinung nach, und hier einfach gemacht wird, was sie wollen. Das ist die ursprüngliche schematische Zeichnung, als das Baugebiet hier angefangen wurde. Das ist der Bereich, der hier unten zu sehen ist, der schon bebaut ist. Das ist noch in Planung. Und hier sehen Sie Wohnen, Kindergarten, Nahversorgung. Daraus geworden ist dieser Bebauungsplan mit dem riesigen Nahversorgungsgebäude hier, was jetzt nicht wie ursprünglich geplant eine Verbindung schafft mit einem Kommunikationsraum, sondern praktisch hier oben abtrennt und dann hier die großen Gebäude, die hier im Prinzip alles zubauen. Damals, im Jahre 2002, schien die Welt noch in Ordnung. Da waren die ersten Bauten fertig und ja, ich würde sagen, es ist eigentlich eines der schönsten Wohngebiete überhaupt. Hier in der Gegend, und die Erich-Kästner-Straße ist ein tolles, gelungenes Gebiet. Und wir hatten uns hier natürlich erhofft, das ganze Gebiet wurde beworben als stadtnahes Wohnen im Grünen. Und natürlich haben wir uns erhofft, hier auch entsprechend die Ruhe zu finden. Es ging etwa 2015 ungefähr los. Da kamen dann Pläne raus, dass hier unten statt einer, wie wir uns das vorgestellt haben, Nahversorgung in so einer kleinen marktähnlichen Form, dass hier ein Norma gebaut werden sollte in einem etwas größeren Format. Und das gab damals schon hier sehr, sehr großen Widerstand. Die Anwohner hier rundherum haben eine Bürgerinitiative gebildet. Man hat sich dagegen gewehrt, leider mit wenig Erfolg. Was aber aus Anliegersicht endgültig dem Fass den Boden ausgeschlagen hat, war ein plötzlicher, gänzlich unerwarteter Aktivitätsschub von Seiten des Ordnungsamtes. Und nachdem wir jetzt monatelang praktisch keine Hilfe bekommen haben, weder mit den feiernden Jugendlichen, die bis 1 Uhr hier unterwegs waren, oder die rollenden Bagger, die hier um 6 Uhr morgens schon aufgetaucht sind, dafür hat das Ordnungsamt wohl keine Zeit gehabt, aber die Bauordnungsbehörde, die hat Zeit zu überprüfen, ob wir unsere Spielplätze ordnungsgemäß auf dem Grundstück gebaut haben, wie es in der Baugenehmigung beschlossen wurde. Und das müssen wir jetzt zwangsweise nachholen, gleich mit einer Gebührenanordnung von 140 € und der Anordnung, das sofort zu machen.